Es gibt ein neues Video von Bibi über eine neue Wohnung. Da wir auch Haustouren und alles andere mal abgecheckt haben, bin ich total gespannt. Ich weiß gar nicht, um welche Wohnung es jetzt eigentlich geht, weil hatten die nicht ein Haus auf Ibiza oder so? Lass uns reinschauen. Natürlich das Originalvideo in der Beschreibung verlinkt. Lass ein Like, lass ein Abo da. Let's go. Ja, das ist eine gute Idee. Schließen wir erstmal die Türe. So, Leute. Ich freue mich, dieses Video jetzt für euch zu drehen. Warte, komm mal nach vorne, ist das Licht wahrscheinlich besser. Optimal, so. So? Ja. Ja, wir stehen in unserer neuen Wohnung. Kurz nochmal zum Verständnis. Wir sind ja gerade in Spanien, begleiten hier so ein bisschen die Fertigstellung von unserem Ferienhaus und haben uns hier immobilientechnisch ein bisschen breiter aufgestellt und diese Wohnung hier erworben. Ach krass, sogar noch eine Wohnung, eine extra. Dabei doch dieses riesige Haus, total interessant. Also sicherlich gut angelegtes Geld, meine Güte. Und solange wir hier sind und solange das Haus noch nicht fertig ist, haben wir uns gedacht, richten wir die Wohnung erstmal ein und nutzen die erstmal selber. Wir überlegen, ob wir die danach vermieten, dauerhaft, ferienmäßig Family, oder für die Family oder behalten, private cool. Zwecke, wie auch immer, wissen wir noch nicht. Wer es sich leisten kann, ist gegönnt. Aber die Wohnung gibt's jetzt. Ich denke, das mit dem Haus wird wahrscheinlich auch, bis das komplett fertig ist, auch noch was dauern. Wir wollen uns da auch echt ganz dolle Zeit lassen mit der Einrichtung, ne? Mhm. Ja, deswegen sind wir mega, mega happy. Ich liebe diese Wohnung und freue mich, euch jetzt alles zu zeigen. Ich würde sagen, ich wandere mal in die Küche. Willst du so oder so? Oder wie willst du filmen? Ich weiß es nicht. Also, ich bin da ganz offen. Wir haben hier eine wunderschöne, offene Küche mit so einer Durchreiche. Finde ich voll geil. Mhm. Hier ist wieder die Bartheke. Ihr kennt meine Meinung zu Bartheken-Küchen. Hier ist es, also es ist jetzt keine schlechte Lösung, aber nach wie vor stelle ich immer wieder bei jeder Bartheke in Frage, wie oft man hier regelmäßig ist. Am Anfang ist es vielleicht ganz schön, aber so auf Dauer sieht man hier schon, hier hinten ist eine Fensterspiegelung, dementsprechend ist es zwar eine helle Küche und da wird auch ein bisschen Licht reflektiert, aber trotzdem sieht man, finde ich, hier schon auf der Oberfläche, wo sie jetzt steht, macht hier alleine diese Barfläche zum Fenster hin diesen ganzen Bereich deutlich dunkler, als er hätte sein müssen. Finde ich persönlich nicht so schön, aber wie gesagt, alles, was ich zu den Wohnungsthemen immer von anderen Leuten sage, ist sehr, sehr subjektiv, also meine bescheidene Meinung dazu. Insgesamt ist es natürlich eine schön aussehende Küche. Ich finde es nur nicht praktikabel. So ist, glaube ich, richtig. Ich würde da voll gerne so einen Barhock einstellen. Guck, da sind sie. Die Küche ist komplett so in der Wohnung drin gewesen. Ganz schlicht weiß. Ich finde es mega schön. Mhm. Ich komme mal von der Seite hier. Im Übrigen ist die Küche auch das Einzige, was eigentlich schon ausgestattet ist in der Wohnung. Ja. Ne? Besteck. Hier ist schon alles da. Perfekt. Und jetzt guck ich schönes Geschirr. Mega geil. Sowas ist schon cool, ja. Mhm. Ja, die Küche ist schon fast fertig. Das heißt, kochen können wir hier schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Sonst gibt es hier noch irgendwas so zu sagen. Ich glaube nicht. Dann, wenn ich hier in den Eingangsbereich trete, das sieht geil aus. Seht ihr auf der Seite wieder zwei Einbauschränke, wie sich das für die Klassik gehört. Sehr gut, dass die selber aufs Meme aufspringen, finde ich gut. Wir haben hier unsere Waschmaschine, da kommt noch ein Trockner hin. Vielleicht überlegt. Nach wie vor ist es ein riesiger Luxus, finde ich, wenn man Waschmaschine und Trockner in der Wohnung hat, dazu vielleicht noch einen Geschirrspüler, das ist wirklich nicht, ne, irgendwie finde ich, manchmal nimmt man das so hin, wenn es einem ganz gut geht, aber es ist wirklich nicht überall so, gerade wenn man in größeren Städten ist, wo vielleicht auch einfach kein Platz in der Wohnung ist und das ist schon, ich finde es aber schon immer ganz gut, muss ich sagen. Hier ist so eine so Heizung, Wasser, ja, sowas. Sehr modern, ne? Schön, aber geiler Ausblick auch. Geiler Ausblick, ey. Mit so einer riesigen Markise, jetzt kommen schön. Wir in den wunderschönen Wohn-Ess-Bereich, wo aktuell nur eine Couch drin steht. Hier auf der, an dieser Stelle hier, werden wir einen wunderschönen Esstisch hinstellen. Den haben wir sogar schon gekauft und der wird in ein paar Tagen geliefert. Erinnert mich ein bisschen an den Tisch, den wir in Deutschland auch haben, so von der bisschen, Tanzen. Ja. Alles wieder so grau-beige gehalten, ne? Ja, die Bilder haben wir da hingestellt. Wir wissen nicht, ob wir die benutzen. Aber die Farbe passt schon sehr, sehr geil auch zu dem Tisch, weil der auch so eine Marmorierung oder so eine Struktur hat, ne? Also es würde, glaube ich, sehr gut passen. Ja, und hier steht unsere wunderschöne neue Couch. Die haben wir schon geholt. Ich habe, glaube ich, noch nie auf so einer weichen. Und ich bin so rentnermäßig. Ich liebe du bist so rentnermäßig. Ja, wenn diese Kopf
Kopfdinger hier, die Rückendinger so hoch sind. Ja. Ja, aber hier kommt ihr noch was hin, ne? Genau, wir haben nämlich von der gleichen Marke, im gleichen Style, in der gleichen Farbe einen Sessel bestellt. Noch ist dann quasi wie so. Sieht sehr bequem aus, so gerade tiefe Sitzfläche finde ich immer sehr schön. Also das ist wirklich einfach nur die Hälfte, die da nochmal steht, ne? Ja, genau, die Hälfte davon, die kommt dann hier nochmal so hin. Ja, und dann haben wir hier eine wunderschöne Wohnzimmer. Sehr schön. Hier kommt dann natürlich der gemütlich, ne? Und geiler Ausblick. Den müssen wir nur noch irgendwie rüber transportieren. Und jetzt gehen wir mal raus, weil das ist nämlich das Schönste hier eigentlich an der Wohnung. Wo war das? Mallorca oder Ibiza? Eins von beiden, ja, ne? Das finde ich mutig, dann außerhalb das zu zeigen, weil das sind ja auch sehr, 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 sehr beliebte Touri-Orte. Nicht, dass da noch Leute vor der Tür stehen. Das kann man doch bestimmt finden. Schön, aber... Ausblick ist, oder? Wow. Boah, ich liebe diesen Ausblick. Es ist einfach so, so wunderschön. Einmal Blick aufs Meer und noch die Berge, das ist wirklich... Wir haben hier auf jeden Fall einen Esstisch hingestellt. Ich finde den Style mega schön, auch so grau gehalten. Also ich glaube, bis jetzt haben wir alle Möbel, die wir gekauft haben, so grau und beige gehalten. Mhm. Ne? Und im gleichen Style haben wir auf der anderen Seite... Bin ich Fan von, tatsächlich, von dem Einrichtungsstil, ne? Weil dann kannst du mehr mit Farbe arbeiten, mit so speziellen Objekten. Oder mit Bildern oder sowas, was ich auch immer viel schöner finde. Also hier im Raum bin ich jetzt sehr, sehr industriell. Das hinten sind so Stahlträger, hier ist überall so Holz. Und ansonsten habe ich noch ein großes weißes Sideboard und noch einen großen weißen Schrank, weil der Rest ist schon zu bunt und blinkt hier. Der Terrasse okay, warte, das muss ich mal kurz, ich stelle mich erstmal hier hin. Das war so ein Zufall, weil wir die nämlich sogar in zwei unterschiedlichen Läden gekauft haben. Das ist einfach exakt der gleiche Hersteller, glaube ich. Das stimmt. Ja. Auch hier diese, wie nennt sich das? Ne? Ihr wisst, dieses, was ich meine. Genau. Ne? Genau. Ja, okay. Aber tatsächlich mit solchen Dingern, die man reinholen muss. Ich bin ja großer Fan von so Outdoor-Matten. Sowas habe ich mir immer reingezogen, wenn es mal um irgendwie so einen Balkon ging oder sowas. Solche Sachen, die man so einpacken muss, da muss man, finde ich, immer bedenken, entweder einen Platz dafür dann noch in der Bude zu haben oder so einen Outdoor-Container und der muss dann wirklich auch wasserdicht sein, weil sonst läuft das ja voll und dann sind die Dinger komplett schimmelig. Also das sieht immer schön aus, finde ich, auf so Bildern, aber ich bin dann direkt nicht nur bei schön aussehen, sondern wie ist Funktionalität und wenn ich weiß, ich muss mich sehr darum kümmern, dann probiere ich es immer so ein bisschen in Relation zu setzen, wie viel benutze ich das? Wie viel Freude habe ich da dran, weil es ist die Gefahr, dass ich mich jeden Tag drum kümmern muss, wird exponentiell höher. Wisst ihr, was ich meine so? Das ist dann so ein bisschen dieses so, oh, vergessen, oh, mal eine Woche doch nicht da gewesen, wie es geplant ist, gerade wenn es in einem anderen Land ist und dann schimmelt ihr da dein Zeug weg. Also sollen wir andersrum wieder rein, ne? Und dann ja, machen wir, dann können wir, gehen wir nochmal gleich raus. Was auch sehr, sehr geil ist, sind die eingebauten Boxen an der Decke. Mhm. Die machen auch einen sehr schönen cool. Klang. Indirekte Licht. Das ist so ein, was heißt neues Ding, aber in den letzten Jahren habe ich das häufiger gesehen. Monte hat das ja auch bei sich in der Wohnung extra überall ziehen lassen, ne? So eine kleine vorgezogene Decke, dann LED-Stripes und dann wird sozusagen die Decke immer geflutet. Irgendwie finde ich das tatsächlich, also ich finde es auch ganz schön inzwischen. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber es kommt immer mehr und mehr, gerade bei so modernen Wohnungen. Schön. Jetzt gehen wir hier in den Flur. Mhm. Das bitte keine zwei Waschbecken bei den Bädern, bitte keine zwei Waschbecken. Kleinere Schlafzimmer. Hier, stimmt, das hier reingestellt. Sehr gut. Wie süß sind diese Autos, bitte. Das ist auch, was der Leo auch in Deutschland in Schwarz hat. Ne? Dann haben wir für die Emmy versucht, ein ähnliches in ein bisschen kleiner zu kaufen. Das hat auch diesen mega schönen Ausblick. Und hier kann man dann auch einfach raus. Optimal. Ne? Hier werden die Kinder hausen, genau, beziehungsweise, ja, gucken wir mal, wie wir es machen, ob vielleicht ein Kind bei uns schläft oder... Wir wissen es noch nicht so ganz, wir haben auch noch... Oder einfach das Kind in den Fernseher einwickeln, ne? Keine Matratzen und nichts. Ja, das ist ein anderes Thema. Aber mach mal den Schrank auf, ich finde auch, der sieht... ja, das stimmt. Und Klima. Guck mal, Hauptsache wir haben schon Kleider. Dann gegenüber ist dann das Badezimmer, was zu diesem Schlafzimmer gehört oder kann man halt auch... Na, schon wieder zwei Waschbecken, ich hasse zwei Waschbecken. Okay, also nochmal kurz, für die Leute, die vielleicht meinen Rant noch nicht mitbekommen haben. Zwei Waschbecken ist vielleicht eine lustige Idee, die haben auch Kinder, dann macht es vielleicht sogar mehr Sinn. Wenn man jetzt nur mit seinem Partner, seiner Partnerin, whatever, in einer Wohnung einzieht,
ist es bei den wenigsten Leuten so, dass man gemeinsam wirklich im Bad ist. Und wenn man dann zwei Waschbecken hat, nimmt man sich einfach viel Fläche weg, wo man auch Sachen hinstellen kann. Natürlich sind hier unten drunter auch noch Schränke. So. Und wie gesagt, mit den Kids definitiv eine andere Situation. Habe ich in der Konstellation bei Bibi noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen. Weil man sich dann höchstwahrscheinlich mit den Kindern irgendwie abends fertig macht. Aber die wenigsten Leute, rein statistisch, gehen zusammen ins Badezimmer. Vielleicht ist es bei euch aber auch anders. Schreibt es mal in die Kommentare. Komplett ausgestattet, in den gleichen Farben, beige, schön. Grau. Und hier ist sogar auch eine Dusche. Das finde ich sehr, sehr schön. Also und das habe ich irgendwie im Video ausgesucht. Ja, stimmt. Das wird dann wahrscheinlich erstmal das Kinderbad, ne? Solange wir hier wohnen. Genau, so. Dann gehen wir jetzt mal hier ran. Das ist ein bisschen so wie bei uns im Haus. So, hier ist jetzt der Elternbereich, wo alles so zusammenhängt, ja. Ne? Wir haben hier das Schlafzimmer. Das ist immer schön, wenn das so abgetrennt ist, finde ich. Hat genauso wie drüben das andere Zimmer auch wieder den Blick direkt drauf. Ah, und da ist die Sitzgarnitur sehr schön. Aufs Meer und auch Zugang auf die Terrasse. Die Gardinen hier kommen auch wieder weg und das kommt auch noch weg. Mhm. Ja, wir haben noch nicht geschafft, alles zu entfernen. Und hier kommt dann das Bett hin, auch hier wieder so abgesetzt mit indirektem Licht und die Wand. Das ist wieder sowas. Ich hätte es mir niemals selbst gemacht, aber es sieht irgendwie geil aus, oder? Das sieht wirklich aus wie so ein Dubai-Hotel. Ja, ne? Die wirklich, haben auch noch das was, stimmt. Ja. So, das Bild. Da habe ich, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht an die Waffe ist aber nicht. Hier ist jetzt unser Ankleidebereich, auch sehr geil. Also offen, aber mit geschlossenen Schränken. Ich liebe sowas, weil da kann man einfach Unordnung machen. Nein, das lassen wir. Der Seite haben wir schon völlig eskaliert. Hm. Handtücher, muss übrigens alles noch gewaschen werden. Ja, komm, als ob, unnötig. Handtücher? Als ob du Handtücher wäschst. Hä? So, und hier ist unser Badezimmer. Hereinspaziert. Und schon wieder zwei. Das sieht aus, als wäre das so ein fertiger Schrank, ne? Den man so erwerben kann, weil den gibt es ja drüben auch nochmal. In dem ganzen Bereich hier zieht sich übrigens der Boden durch. Das finde ich eigentlich schön, ne? Das trennt so. Schöner Boden. Sieht ein bisschen aus wie mein Boden. Den ganzen Bereich ein bisschen ab. Und vom Schnitt und vom Style generell ist das sehr ähnlich wie das Bad drüben. Auch wieder zwei Waschbecken finde ich persönlich sehr geil, wenn jeder sein eigenes Waschbecken hat. Klar, wie gesagt, subjektive Meinung. Es ist cool, wenn jeder sein eigenes Waschbecken hat. Kann ich 100% verstehen. Akzeptiere ich auch 100%, weil warum sollte ich nicht? Ich muss da nicht wohnen. Bei mir ist es halt nur so, bei Clara und mir zum Beispiel, wir gehen zu unterschiedlichen Zeiten ins Badezimmer. Und ob sie jetzt ein Waschbecken benutzt, was ich auch benutze, wenn man das eh vernünftig und regelmäßig putzt und instand hält, ist mir mega egal, wenn wir das gleiche Waschbecken benutzen. Dafür habe ich dann halt doppelt so viel Fläche hier, um Sachen abzustellen. Und auch ich, man mag es mir nicht ansehen, benutze ein wenig Produkt, um mich instand zu halten als 30-jähriger alter Mann. Mit großer Dusche hier hinten. Und ja, was steht da? Selbstverständlich ist hier schon Bilou eingezogen. Hör mal! Sollen wir mal wieder rübergehen? Können wir machen, weil. So, das war die Wohnung, aber zu dieser Wohnung gehört noch etwas anderes. Unten haben wir jetzt noch eine Poollandschaft, die wir mitnutzen dürfen. Okay, ah, so ein Gemeinschaftsding. Zum Indoor-Pool. Krass. Sowas immer übel cool, ne? Aber würde ich nie benutzen. Und das ist der Indoor-Pool. Okay, würde ich doch benutzen. Cool. Der Ausblick ist so schön. Mach mal. Wow. Aber ich mach doch den Ausblick mit Ton. Ja, besser. Ja. Und da ist auch noch eine Sauna. Echt? Ja, gerne. Und übrigens, nachts sieht es auch so geil aus, wenn wir mal ein Foto einblenden. Ja, gerne. Boah, es sieht wirklich sehr... Krasse Nummer tatsächlich. Krasse Nummer. Sieht schön aus. Ja, und ich würde sagen, jetzt zeigen wir euch noch ganz kurz den Outdoor-Pool. Und dann lassen wir euch auch in Ruhe. Genau. Crazy. So ruhig hier, ne? Voll. Man hört echt kein Geräusch. Wir haben aber auch einen guten Tag erwischt für das. Boah, ist das schön. Das Video heute. Das stimmt. Gestern hat es geregnet. So, ihr Lieben, das war's mit der Tour. Wir haben euch alles gezeigt. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir die wunderschöne Wohnung gefunden haben. Dass wir die Möglichkeit haben, jetzt erstmal hier zu bleiben und wissen noch nicht so ganz, was die Zukunft bringt und wie es weitergeht. Aber wir halten euch ja immer auf dem Laufenden. Auswandern. Und dann schaut unbedingt auch immer in unseren Insta-Stories vorbei. Wir werden nämlich jetzt natürlich die Wohnung einrichten und euch da mitnehmen und euch da auch alles zeigen. Und sonst kommt am Donnerstag bei Julian ein neuer Vlog online. Mhm. Der begleitet natürlich auch mit der Kamera hier unser Leben und da werdet ihr auch da sollte einiges schon sehen. Ja, genau. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Crazy.
richtig schöne Wohnung, ganz entspanntes Video. Es, irgendwie, keine Ahnung, mag ich manchmal immer noch so diese Oldschool-YouTube-Videos ohne viel Schnickschnack direkt zum Punkt. Was haltet ihr von der Wohnung? Schreibt es in die Kommentare. Originalvideo ist natürlich auch direkt verlinkt. Gali Grü an die Klaasens natürlich und tschüss. Bis zum nächsten Mal.